Moin Leute, was geht? In diesem Video zeige ich euch alles rund um das neue Unterfangen, und zwar das Ödland-Unterfangen. Das ist heute Nacht rausgekommen um 2 Uhr nachts. Ich bin mega gehypt. Ich dachte tatsächlich, das kommt am 28. raus oder am 26. Aber das ist heute am 20. Juni 2021 rausgekommen. Viel Spaß mit dem Video. Die Belohnungen, die man in den einzelnen Unterfangen-Level bekommt, sind eigentlich immer gleich. Deswegen blende ich sie euch hier einmal ein. Das sind die Belohnungen, die ihr hier bekommt. Also ihr seht, auf Level 13 bekommt ihr ein Waffenticket, womit ihr euch aus der Sammlung eine Waffe rekrutieren könnt. Oder auf Level 20 bekommt ihr noch ein Heldenticket, womit ihr euch einen Helden rekrutieren könnt. Was aber nicht gleich ist, sind die ganzen Waffen, die ihr euch erspielen könnt. Die sind in diesem Event ganz exklusiv. Die gibt es nur in diesem Event zu erspielen. Also ihr seht, für ein Waffenticket müsst ihr Level 13 erreichen in Unterfangen und für ein Heldenticket, also um einen Helden zu rekrutieren aus der Sammlung, müsst ihr Level 20 erreichen. Das ist das, worauf die meisten grinden, ich auch. Trotzdem lohnt es sich sehr weiterzuspielen, denn später bekommt man nicht nur, wie ihr seht, in diesem Battle Pass, sage ich jetzt mal so, die ganzen überlebenden Verbesserer, Fallenverbesserer und Waffenverbesserer, sondern auch bei den Herausforderungsaufträgen, und zwar bei den Unterfangen-Herausforderungsaufträgen, die seht ihr einmal hier. Und hier seht ihr, als Belohnung erhaltet ihr nur Unterfangenen-EP, aber wenn ihr weiterkommt, dann bekommt ihr dort auch Überlebenden-Verbesserer und Waffenverbesserer und so, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen lohnt sich das sehr, das zu spielen, denn wenn ihr das nicht spielt, dann bleibt das auf diesem Level und ihr müsst halt diese Herausforderungsaufträge auch machen, um schneller zu leveln im Unterfangen. Außerdem gibt es eine neue Storyline, wie ihr hier sehen könnt, wo ihr euch andere Sachen bzw. Waffen und Helden rekrutieren könnt, exklusive Helden. Und es gibt neue Lamas, darauf freue ich mich auf jeden Fall auch sehr doll, denn ihr könnt neue Waffen ziehen, die exklusiv nur in diesen Lamas gefunden werden können. Oder sonst müsst ihr die euch aus der Sammlung rekrutieren. Und hier könnt ihr die halt ziehen und müsst kein Waffenticket ausgeben oder legendäre Kraftquellen und Waffenskizzen. Eigentlich ist es auch bei jedem Unterfangen so, wie ihr wisst, ihr fangt bei Level 1 an. Unterfangen ist halt so, ihr fangt bei Level 1 an, ihr habt nicht eure richtigen Waffen, sondern ihr bekommt halt am Anfang so ganz, ganz schlechte Waffen auf Level 1. Ihr steigert euch dann mit jedem Level, bis ihr am Ende Level 140 seid, glaube ich. Das ist das Höchste, was man, glaube ich, erreichen kann. Wenn ihr Level 50 in Unterfangen erreicht, seid ihr Blitzlevel 140 in Unterfangen. Also eure Waffen steigern sich. Ihr könnt euch in Waffenautomaten Waffen kaufen, die sind dann in-game. Außerdem könnt ihr in-game in Unterfangen eure Waffen reparieren, wenn sie an Haltbarkeit verlieren. Also Werkstattstationen, die kennt man sonst immer nur aus Battle Royale, die sind halt auch jetzt in Unterfangen. Aber das Level, was ihr ja spielt, also das Blitzlevel, was ihr ja spielt in Unterfangen, das wirkt sich nicht auf euer richtiges Blitzlevel aus. Ihr werdet dann vielleicht ein bisschen besser, aber das wirkt sich halt nur auf das Unterfangenen Blitzlevel aus. Aber alles, was ihr dort da spielt, könnt ihr auch ganz normal benutzen. Das heißt, die ganzen Überlebendenverbesserer, Fallenverbesserer, Waffenverbesserer, die Waffentickets und die Heldentickets. Und auf was ich mich auch auf jeden Fall freue, sind die Geburtstagslamas. Denn da ist es so, dort könnt ihr ganz verschiedene Sachen ziehen aus Rette die Welt, egal aus welchem Event. Das heißt, da könnt ihr Waffen ziehen aus egal halt welchem Event. Und was ich brauche, ist ein legendärer Cosplayer-Überlebende, und zwar der legendäre Zamalma. Den zeige ich euch kurz in der Sammlung. Genau hier, Cosplayer-Teilnehmer. Und genau den brauche ich noch. Wenn ich den habe, dann habe ich den Kürbiswerfer. Und ich hoffe so sehr, dass ich ihn bekomme. Das wird echt sehr schwer sein. Aber ich werde, wie gesagt, das Unterfangen grinden für die Tickets. Denn in Unterfangen bekommt ihr sehr, sehr viele Lama-Tickets. Das war's mit den ganzen Informationen aus dem Ödland-Unterfangen. Und jetzt zeige ich euch nochmal das Unterfangen in-game. Und ihr seht, wie es hier aussieht. Es sieht einfach aus wie ein Brutal und das fühle ich übelst. Also es gibt ja halt die ganzen Steinwald, dann kommt Plankerton und dann kommt Brutal und dann Twin Peaks. Und das sieht hier aus wie ein Brutal, finde ich mega nice. Außerdem erinnert mich das Ganze hier an Paradise Palms. Falls ihr noch Spieler seid aus Chapter 1, ihr werdet wahrscheinlich verstehen, was ich meine. Das gibt mir übelste Vibes, deswegen ich fühle das auf jeden Fall, dieses Unterfangen. Weil das einfach komplett daran angelehnt ist, an Paradise Palms. Und mit diesem Unterfangen kann man sich halt Waffenskizzen freischalten, die man sonst nicht bekommt. Und die bekommt man halt nur in diesem Event. Deswegen, ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr dieses Unterfangen zocken werdet. Bis zum nächsten Mal, euer Atrix.